Salon. Der skeptische Podcast aus Münster. Hallo und herzlich willkommen bei Hoaxilla. Heute, wie angekündigt, dienstreisetechnisch aus Südafrika, hier aus Kapstadt, aus dem Fußballstadion, in dem nachher die amerikanische Mannschaft gegen England spielen wird. Wir haben uns gedacht, wir können das nicht weiter aussetzen und machen jetzt doch einen Hoax von meiner Dienstreise aus. Ich hoffe, ihr seid nicht neidisch, dass ich hier die Spiele sehen kann. Und ja, okay. Was ihr gerade gehört habt, war ein Sound-Hoax. Natürlich bin ich nicht in Südafrika, sondern darf euch an dieser Stelle erstmal ganz offiziell und herzlich zur dritten Ausgabe von Hoaxilla begrüßen. Ich bin sehr froh, dass wir wieder zusammen diesen Podcast produzieren können. Wir sind wie immer meine Frau Alexa. Ja, hallo allerseits. Und meine Person Alexander. Ja, den kleinen Scherz müsst ihr mir mal nachsehen. Die Vuvuzela oder auch Uwe-Sela, wie Alexa mal zu sagen pflegt, ist ja im Moment unüberhörbar. Die Welt ist wieder im Fußballfieber. Für alle diejenigen, die nicht so ein großes Interesse am Fußball haben, ich kann euch beruhigen, mehr Bezüge machen wir heute mal ausnahmsweise nicht. Da kommen wir dann irgendwann mal vielleicht in einer anderen Sendung zu, wenn wir mal ein paar moderne Sagen den Fußball betreffend haben. Ich war in der Tat 14 Tage auf Dienstreise. Diejenigen, die ins Forum reingeschaut haben, werden gesehen haben, dass ich trotzdem so das eine oder andere gepostet habe. Es ist ja viel passiert in den letzten 14 Tagen. Wir haben den Eurovision Song Contest gewonnen. Yay! Man darf sich über das Lied streiten oder auch nicht, aber man kann festhalten, dass die junge Dame Lena Meyer-Landrut ja Europa begeistert hat. Und insofern wollen wir da jetzt auch nicht in die Suppe spucken und zu skeptisch sein, sondern können sagen, wir haben im nächsten Jahr wieder eine tolle Party in Deutschland, die wir ausrichten können, die wahrscheinlich unglaublich viel Geld kostet, aber egal. Also ich finde, sie hat Deutschland zumindest ganz sympathisch dargestellt und Europa fand sie gut. Und ja, das ist eine Sache, die in den letzten 14 Tagen natürlich passiert ist, hat uns auch bewegt, könnt ihr im Forum nachlesen. Was auf der Dienstreise passiert ist, was ich selber sehr, sehr witzig fand, ist Folgendes. In dem Hotel, in dem ich gewohnt habe auf der Dienstreise, gab es jeden Morgen so ein kleines Pamphlet, so eine DIN A4-Seite, die doppelt bedruckt war, mit dem Namen des Hotels und dann sozusagen Wetterinformationen und was man am Ort irgendwie machen kann und treiben kann und dass man sich da irgendwelche ortstypischen Getränke für seine Familie mitnehmen soll für unglaublich viel Geld. Und auf einer Seite war immer entweder ein Witz geschrieben oder aber eine kurze Geschichte oder etwas, was so als semi-wahre Meldung sozusagen verkauft worden ist. Und das ganz Interessante war, dass am zweiten oder dritten Tag eine moderne Sage in diesem Heft abgedruckt war, die Alexa mal meinem Vater erzählt hat, als sie ihm erklären wollte, was moderne Sagen sind. Und ich habe mich im Hotel totgelacht, meine Arbeitskollegen um mich herum wussten nicht so genau, was Sache ist. Ich wollte auch nicht großartig erzählen, warum ich das so lustig fand, aber Alexa, vielleicht kannst du die Geschichte mal gleich erzählen. Das ist ja die Reifenpanne und die Studenten. Vielleicht erzählst du mal die Story und dann wissen unsere Zuhörer, warum ich mich so amüsiert habe und was für eine Geschichte in diesem Heft drin gestanden hat. Ja, es handelt sich da in der Tat um eine sehr bekannte moderne Sage. Das ist, also man kann fast schon sagen, ein Klassiker der Universitätssagen. Und zwar handelt diese Geschichte von vier Studenten, die einen Wochenendtrip machen, in dem Wissen, dass sie am Montag sehr früh eine sehr unangenehme Klausur schreiben müssen. Da diese Studenten da nicht wirklich Lust drauf hatten, haben sie versucht, sich davor zu drücken und haben am Morgen vor der Klausur ihren Professor angerufen und gesagt, dass sie auf der Reise feststecken, dass sie also gar nicht in die Heimatstadt zurückkommen konnten, weil sie eine Reifenpanne hatten. Daraufhin hat der Professor erstmal ganz kulant gesagt, das täte ihm ja sehr leid, das sei ja nicht ihre Schuld und sie könnten die Klausur nachschreiben und das sei alles kein Problem. So geschah es dann auch. Diese vier Studenten kamen dann natürlich irgendwann wieder zur Universität und wollten die Klausur nachholen und haben sich dann etwas gewundert, dass die üblichen Klausurfragen einfacher waren als erwartet, aber auch nur 10% der Note ausmachen sollten. Ganz unten war dann noch eine letzte Frage abgedruckt, die erstmal unspektakulär erschien, aber 90% der Note ausmachen sollte. Und diese Frage lautete, an welchem Reifen war die Reifenpanne?
Ja, es ist eine sehr schöne Geschichte, die nicht wahr ist, also nach allem, was man nachforschen kann. Und die Erzählforscher haben diese Geschichte, Alexa, das hat schon eine sehr bekannte, sehr gut belegt, ja, moderne Sage bezeichnet. Also die Klausur hat es nicht gegeben. Wenn einer von euch diese Klausur geschrieben haben sollte, dann fragt doch mal die Uni, ob sie die aus dem Archiv rausrückt, und dann posten wir die im Forum. Aber ich glaube, da werden wir niemanden finden. Ein kurzer Hinweis noch dazu ist, dass man diese Sage nachlesen kann in einem Archiv, das überhaupt sehr wichtig ist für unsere Arbeit hier auch für Hoaxilla, nämlich die Seite www.sagen.at. Ja. Das ist ein Projekt der Universität Innsbruck, und ein Professor Morscher hat auf dieser Seite, ich glaube, fast inzwischen 12.000 Sagen gesammelt und archiviert. Genau, das ist so eine von den Internetseiten, wo wir auch sehr viel nachschlagen und nachforschen. Wo wir beim Thema Universität und Nachschlagen und Nachforschen sind, vielleicht noch ein Hinweis. Wir haben in unserem Forum, da kommen jetzt ein paar neue Mitglieder rein. Also bitte, bitte, wenn ihr uns ganz nett findet und wenn ihr den Podcast ganz gut findet, kommt ins Forum und registriert euch. Das sind jetzt noch wenige Leute, aber je mehr Leute sind, desto niedriger wird vielleicht die Hemmschwelle, sich zu registrieren. Also www.hoaxilla.de und dann ins Forum, da geht der Podcast sozusagen auch immer noch offline weiter oder online, offline oder nicht im Audioformat weiter. Und da hat eine unserer neuen Mitglieder, nämlich Cassandra, eine Geschichte gepostet von einer Klausur an der Ruhr-Uni Bochum, die so schwer gewesen sein soll, dass sich danach mehrere Schüler, Studenten umgebracht haben. Und diese seitdem die Klausuren deutlich einfacher gestellt werden. Alexa und ich, wir haben und sind im Moment dabei zu forschen, ob das ein Körnchen Wahrheit beinhaltet oder nicht. Also sollte jemand von euch in Bochum studiert haben oder noch studieren oder da was mitbekommen haben, sagt bitte Bescheid. Derzeit sind unsere Recherchen dahingehend, dass die Uni Bochum zwar gerne als Selbstmord-Uni bezeichnet wird, das liegt aber eher so am Aussehen der Universität. Also ich hatte da vor einiger Zeit einen Termin mal an der Uni Bochum, und hübsch ist das da nicht. Also das ist wirklich so mehr oder weniger eine große Tiefgarage, an dem die Unigebäude irgendwie in Betonscham angeflanscht sind. Und deshalb hat sie ganz oft den Namen Selbstmord-Uni, weil man theoretisch oben von dem Parkhaus runterspringen könnte. Aber ob es eben eine Klausur gegeben hat, konnten wir bisher nicht feststellen. Es handelte sich wohl um einen Mathekurs, der wohl die Studenten in den Selbstmord getrieben haben soll. Also wer unter dem Stichwort verhexter oder verfluchter Mathekurs der Uni Bochum irgendetwas gehört hat, der möge sich bitte bei uns melden. Also ich finde das auch ganz interessant, weil das vielleicht wirklich eine moderne Sage in der Entstehung die wir beobachten können. Genau wie die Geschichte mit den Gummistiefeln und den Beinen, die dann ja letztendlich dann doch auch aufgelöst wurde. Also insofern, es lohnt sich, ins Forum zu kommen. Wenn ihr irgendwelche Geschichten mal gehört habt, setzt die da rein, dass jetzt die erste Geschichte direkt eine ist, die wir nicht binnen kürzester Zeit mit unseren Quellen widerlegen können, zeigt, dass das ein spannendes Thema ist und dass es nicht immer nur die gleichen Geschichten gibt, sondern auch neue Geschichten. Und auch erneut die Aufforderung, kommt ins Forum, besucht unsere Seite. Und Alexa, vielleicht von dir nochmal, weil du hast das gemacht in der Zeit, wo ich nicht da war. Du hast ja das Hoaxilla-Universum, wenn ich das mal so ganz frech formulieren darf, noch erweitert. Vielleicht sagst du da noch ein paar Sachen zu. Ja, es gibt einmal im Verzeichnis StudiVZ eine Gruppe, Hoaxilla, der skeptische Podcast. Und es gibt auch eine Facebook-Seite, Hoaxilla Podcast. Also wer da Interesse hat, der kann das mal suchen und vielleicht auch ein Fan werden. Das würde uns sehr freuen. Genau, weil für uns auch ganz wichtig ist, das Feedback von außen zu bekommen, wie ihr unseren Podcast findet oder ob ihr euch Dinge anders wünscht oder anders haben möchtet. Und wir fangen ja gerade erst an, und insofern fänden wir das schön, wenn wir da Feedback bekommen. Wir haben unsere erste iTunes-Rezension erhalten, das darf ich mal an der Stelle erwähnen, die auch durchaus positiv ausgefallen ist. Wer die lesen will, kann ja mal auf iTunes uns nach uns suchen und dann vielleicht selber auch noch eine Rezension abgeben. Hüstel, hüstel. Also gebt uns Feedback auf allen Kanälen, die es gibt, und helft uns dabei. Und ganz spannend ist so eine Geschichte, ich habe mit meinem Bruder gesprochen, der übrigens, Alexa, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon gesagt habe, die Mikrowellen-Nieren
Geschichte für wahr hält, weil er dann die Nieren des Kochs gegessen hat, nachdem die gar gekocht waren. Makaber und schön. Makaber war schön, so war ja auch die Geschichte. Und mein Bruder sagte schon, also immer wenn ihm jetzt jemand begegnet, der ihm eine Urban Legend oder eine moderne Sage erzählt, dann sagt er immer, hör dir mal den Podcast von meinem Bruder an. Das haben die als Thema aufgegriffen. Und das wäre genauso der Effekt, den wir mit unserem Podcast erreichen wollen. Aber dazu gehört wahrscheinlich noch, dass wir ein paar Wochen weitermachen und regelmäßig einen Podcast machen, was wir auch vorhaben. Die Pause jetzt tat uns, wie gesagt, leid, weil wir selber doof finden, wenn wir Podcasts finden, die wir ganz gut finden. Und dann sind die aber nach ein oder zwei Folgen vorbei. Das passiert mit Huxilla nicht. Dafür stehen wir. Nicht wahr, Alexa? Jawohl. Genau. So, nach dieser Einleitung kommen wir zur Story der Woche, die wie immer Alexa erzählen wird. Die Story der Woche. Die Story der Woche handelt von einer Frau in den USA, die mit ihrem Enkel durch ein Drive-Thru der Fast-Food-Kette McDonald's fährt. Sie erwerben dort einen Kaffee und die Frau fährt also weiter und hat den Kaffee in der Hand. Als sie den Deckel dieser der Kaffeetasse aufmacht, überschüttet sie sich mit dem heißen Kaffee und verbrennt sich den ganzen Schoß. Sie verklagt daraufhin McDonald's, also die Fastfood-Kette, und erhält also einen Schadensersatz in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar. Ja, normalerweise würde jetzt ja der Hoaxmaster sagen, selber schuld. Wenn man so doof ist, sollte man irgendwem noch Geld bezahlen, anstatt Geld zu bekommen. Naja, wir lösen das nachher auf, ob es da sich um eine wahre Geschichte oder um eine moderne Sage handelt, und leiten jetzt über zum nächsten Programmpunkt, nämlich dem Thema der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, passend zur Story der Woche kommen wir jetzt zum Thema der Woche. Das haben wir diesmal mit dem Begriff Lebensmittellügen übertitelt. Bei den Vorbereitungen zur Sendung ist mir schmerzlich aufgefallen, dass auch ich einer modernen Sage aufgesessen bin, denn eigentlich wollte ich ganz gerne berichten über Süßstoffe, über künstliche Süßstoffe, und dass diese ursprünglich mal erfunden wurden, um in der Schweinemast eingesetzt zu werden. Und relativ schnell und relativ eindeutig wurde ich da eines Besseren belehrt. Also Alexa und ich waren eigentlich der festen Überzeugung, dass das so ist. Also ich sag mal, die Geschichte, die, so wie ich sie gehört habe und die für mich auch sehr plausibel klingt oder geklungen hat, und zwar ist es so, dass Süßstoffe in Leitgetränken oder Leitlebensmitteln sehr süß schmecken, und durch diesen Umstand wird der Körper durch den süßen Geschmack veranlasst das Gehirn, dass Insulin ausgeschüttet wird, weil es sozusagen erwartet, dass Zucker dem Körper zugeführt wird, und Insulin wird aus der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet und kann dann nicht andocken, weil ja durch die Leitprodukte kein Zucker zu sich genommen wird oder dem Körper zugeführt wird. Das heißt, man hat dann viel zu viel Insulin im Körper, und dieses übermäßig produzierte Insulin muss wieder abgebaut werden. Da gibt es dann einen Regelkreis, der das macht, nämlich man bekommt Hunger, damit das Insulin irgendwo dran gebunden werden kann. Also isst man dann wieder etwas, damit das Insulin gebunden wird. Das habe ich tatsächlich längere Zeit geglaubt, und mit diesem Mechanismus würde es ja auch durchaus Sinn machen, so einen Süßstoff in der Schweinemast einzusetzen. Ne? Man gibt das also Schweinen und dann kriegen die Hunger und dann fangen die eben an, mehr zu fressen, und dann kriegen sie wieder Süßstoff und so weiter und so weiter. Die Geschichte an sich sehr schlüssig, allerdings ist da nichts dran. Es gibt eine Studie oder eine Untersuchung, die sozusagen das mal postuliert hat, von Blundell und Hill aus dem Jahr 1986. Das waren zwei britische Forscher. Und die haben also diesen Wirkmechanismus, den ich gerade geschildert habe, ja, postuliert und haben den versucht nachzuweisen. Die haben das mit einem Kaugummi gemacht, der mit Süßstoff versetzt war. Und es hat also häufiger diese Studien dann im Nachgang gegeben, und eine Meta-Analyse über all diese Studien hinweg, die im Jahr 2007 stattgefunden hat, das waren dann 19 Studien zu dem Thema,
Da gab es dann von den 19 Studien 3, die eine appetitsteigernde und 3, die eine appetitsmindernde Wirkung angegeben haben und alle anderen Studien hatten überhaupt keinen Effekt von Süßstoff auf Hunger und Kalorienaufnahme. Also insofern ist das, glaube ich, wissenschaftlich relativ eindeutig belegt, dass Leitprodukte oder Süßstoffe eben keinen Hunger produzieren und die Erklärung liegt daran, dass nicht das Gehirn sozusagen Insulin ausschüttet, sondern das macht die Bauchspeicheldrüse wirklich nur dann anhand des Blutzuckerspiegels und der verändert sich dann eben nicht, wenn man keinen Zucker zu sich nimmt. Was allerdings stimmt, und das hat mich dann bei der Recherche auch überrascht und erklärt vielleicht auch, wo die moderne Sage dann herkam, ist, dass Süßstoffe schon auch bei Schweinen eingesetzt werden. Und zwar bei Ferkeln bis zum 4. Lebensmonat wird durchaus mal Saccharin gegeben. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn wenn Schweine entwöhnt werden von der Muttermilch und dann anfangen, also feste Nahrung zu sich zu nehmen, das, was dann gefüttert wird in der Schweinezucht, das ist deutlich bitterer und schmeckt eben nicht mehr so süß und so schön wie die Muttermilch, die die Schweinchen vorher bekommen haben. Und um diesen Übergang für die Tiere etwas leichter zu gestalten, wird diesem Futter am Anfang Süßstoff zugesetzt. Und das ist allerdings in Deutschland auch nur erlaubt bis zum Alter von 4 Monaten. Danach darf es den Tieren gar nicht mehr gegeben werden. Also diese Sache, die ich jetzt vorgelesen habe, ist von Zeit Online. Da gibt es einen Artikel, wo es nämlich genau auch die Frage gab, ist das eingesetzt worden, Süßstoff in der Schweinemast? Und ja, das ist also eine Lebensmittellüge, die nicht stimmt. Und wenn also irgendwer sagt, trink nicht so viel Cola Light oder Fanta Light oder Pepsi Light, um mal ein Konkurrenzprodukt zu nennen, weil da kriegst du eh nur mehr Hunger von, das stimmt so nicht. Allerdings ist natürlich der Diät-Effekt von Leitprodukten nicht unbedingt gegeben, weil unter Umständen man ja trotzdem auch Energie verbraucht und der Körper muss ja Energie auch zu sich nehmen. Also eine gesunde Ernährung, ausgewogen mit Sport dabei, muss sowieso immer sein, egal ob man sich von Leitprodukten oder Diätprodukten oder sonst wie ernährt. Aber ganz spannend, das war eine moderne Sage, an die ich selber auch sehr intensiv geglaubt habe. Ja, Alexa, vielleicht hast du ja auch irgendwas so auf der Pfanne zum Thema Lebensmittellügen, vielleicht auch ein, zwei schöne Geschichten. Ja, schöne Geschichten zu Lebensmitteln gibt es viele. Unter anderem den guten Ratschlag, den wir sicherlich alle schon von unseren Eltern, zumindest als Kind, gehört haben. Nämlich, dass man nicht Obst essen sollte, wenn man gerade viel Wasser getrunken hat. Oder umgekehrt, nicht Wasser trinken sollte, wenn man gerade Obst gegessen hat. Es gibt da eine sehr schöne Sage aus meiner Heimatstadt Bad Pyrmont. Nämlich von einer adeligen Dame, die dort in Bad Pyrmont sehr viele Erdbeeren gegessen hat und hinterher Wasser getrunken hat. Sie ist dann an den Folgen dieser Mahlzeit letzten Endes gestorben. Und in ihrem Gedenken ist im Pyrmonter Kurpark heute noch zu sehen der Erdbeertempel, der wirklich wunderschön ist, aus dem 18. Jahrhundert stammend. Und ich empfehle nur jedem Mal, Bad Pyrmont zu besuchen und sich den Erdbeertempel anzusehen und der armen adeligen Dame zu gedenken, die am Genuss von Erdbeeren und Wasser gestorben ist. Ja, eine wildromantische Geschichte, die du da erzählt hast. Es gibt eine wahrscheinlich sehr gute Erklärung, wie es zu dieser modernen Sage gekommen ist, obwohl die jetzt so an sich nicht mehr ganz modern ist. Und zwar war es wohl so, dass in früheren Zeiten auf den Früchten oder auf dem Obst Hefepilze saßen und wenn man dann das Obst zu sich genommen hat und Wasser getrunken hat, hat man die Magensäure verdünnt und dann waren die Hefepilze nicht abgetötet durch die Magensäure und die Hefen konnten den Zucker im Obst zu Alkohol vergären und dann ist dabei Kohlendioxid entstanden und hat dann zu Blähungen geführt und das hat zu Bauchschmerzen geführt und deswegen hatte man Probleme, wenn man Obst gegessen hat und Wasser getrunken hat. Ganz grundsätzlich war früher sowieso Wasser ein Problem, weil die Brunnen natürlich früher nicht so sauber waren wie heute und die Leute haben einfach mit dem Trinkwasser schon sehr viele Bakterien zu sich genommen und wenn dann mal auf ungewaschenem Obst unter Umständen auch noch Bakterien gesessen haben, hat das dann auch nochmal zu Durchfall geführt. Also insofern könnte das so eine Erklärung für die Geschichte sein und der Hintergrund des Erdbeertempels in Bad Pyrmont.
Ja, also das ist schon mal gut. Wir müssen den Podcast demnächst, also dem Bad Pyrmonter Fremdenverkehrsamt auch mal vorführen. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Prozente. Ein weiterer Aspekt, wenn ihr nach Bad Pyrmont fahrt, vielleicht trefft ihr uns da mal, weil wir sind ja nicht immer nur in Münster. ja, also sehr schöne Geschichte mit dem Erdbeertempel, finde ich auch immer wieder schön, so wild romantisch eine Geschichte. Adlige Damen, die aus irgendwelchen Gründen dann irgendwie sterben, sind sowieso immer gut. Eine weitere sehr schöne Geschichte, die auch jeder kennen wird, das ist so ähnlich wie die Coca-Cola-Geschichte vom letzten Mal oder die Mythen, die sich um Coca-Cola ranken. Mythen ist falsch, ich muss mir das abgewöhnen. Legenden auch nicht sagen. Nein, auch nicht. Wer jetzt nochmal sagt, was hat er jetzt mit Mythen, Legenden und Sagen? Erste Folge Huxela, da erklären wir es. Also die Sagen um Coca-Cola herum. Also jeder kennt den Spruch, man soll Kaugummi nicht runterschlucken. Und dann gibt's immer verschiedene Ausführungen, warum man das nicht machen soll. Das eine, es klebt den Magen zu und führt also zu schweren gesundheitlichen Problemen, wenn man das runterschluckt. Und gerade im amerikanischen Dunstkreis sehr bekannt, der Aberglaube, dass Kaugummi 7 Jahre braucht, um durch den Körper zu reisen, bevor es hinten rauskommt. Das stimmt natürlich weder das eine noch das andere. Also Kaugummi hat natürlich eine große Besonderheit, nämlich dass Kaugummi vom Körper ja nicht aufgebrochen werden kann chemisch. Der Körper kann mit Kaugummi nichts anfangen, kann das nicht auflösen, kann es nicht umwandeln. Das heißt, wenn man mal genau nachgucken wollen würde, jetzt gerade ein bisschen unappetitlich, finde ich, Zuschauer, bitte mal die Ohren zuhalten. Wenn man genau nachgucken würde, könnte man wahrscheinlich Kaugummi so im Endprodukt dessen, was man dann in der Keramik findet, relativ unverändert wiederfinden. Man kann sich das natürlich auch gut herleiten, wenn man bedenkt, dass man ein Kaugummi stundenlang im Mund kauen kann und Speichel hat ja schon durchaus auch schon eine verdauende Wirkung und trotz der physikalischen, mechanischen Einwirkung auf Kaugummi durch die Zähne, die ja auch dazu dienen, Nahrung zu zerkleinern und auch schon aufzubrechen und Speichel, löst sich ein Kaugummi im Mund ja auch nicht auf und die Masse des Kaugummis verändert sich auch kaum. Der Geschmack geht irgendwann raus und aber das Kaugummi so an sich bleibt ja gleich. Also insofern auch das eine moderne Sage. Kaugummi geht im Prinzip unverändert durch den Körper durch und macht aber auch keine gesundheitlichen Probleme. Also insofern halte ich es persönlich immer noch für besser, ein Kaugummi mal runterzuschlucken, als das auf die Straße zu spucken. Also das ist meine persönliche Meinung zum Thema. Sehr schön, in dem Zusammenhang ist auch das Gerücht, dass Kaugummi in Zusammenhang mit Nikotin Blausäure erzeugt. Also wie sich dieses Gerücht gebildet hat, das möchte ich wirklich gerne mal wissen. Wahrscheinlich haben das irgendwelche vehementen Nichtraucher in die Welt gesetzt, die den Rauchern irgendwie ihre Zigarette verleiden wollten. Also die Kombination zwischen Kaugummi und Rauchen, also das beides gleichzeitig zu tun, kann ich mir sowieso schlecht vorstellen, abgesehen davon, dass ich Nichtraucherin bin. Das finde ich erst schon eine sehr merkwürdige moderne Sage, da ist natürlich auch nichts dran. Ja, zumal in einer normalen Zigarette so viele schädliche Stoffe inklusive Blausäure in der Tat auch drin sind, dass ein Kaugummi, das man noch dabei kaut, wahrscheinlich, selbst wenn es so wäre, nicht unbedingt dann auch großartig was verschlimmern könnte. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass Blausäure ein Bestandteil von Zigaretten sein kann. Und Alexa, du hast da, glaube ich, irgendwie auch noch einen Artikel aufgetan, wo es ganz generell nochmal um Zusätze in Lebensmitteln und Nahrungsmitteln geht, ne? Ja, also in ganz großem Stil. Das hat mich auch sehr verblüfft, als ich mir die Dimensionen dieser Geschichte angeschaut habe. Also meine Quelle ist auch hier wieder die Seite sagen.at. Es geht hier um einen Kettenbrief, um ein Flugblatt aus den 70er Jahren, auf dem wirklich unter in großem Stil Nahrungsmittelzusätze aufgeführt waren, besonders die Zusätze, die sogenannten E's, also E330 und so weiter und so fort, die im höchsten Maße krebserregend sein sollen oder die auch noch gegenwärtig untersucht werden, aber wahrscheinlich schädlich sind. Und dieses Flugblatt wurde in Umlauf gebracht unter der Prämisse, dass Freiwillige dieses vervielfältigen und verbreiten sollten. Das Ganze wurde besonders natürlich an Schulen und in Krankenhäusern, in allgemeinen öffentlichen Einrichtungen verbreitet. Und war auch überschrieben
mit dem Wunsch sozusagen, die Kinder zu schützen. Also denken Sie an Ihre Kinder und verbreiten Sie dieses Flugblatt. Eine meiner Lieblingsstellen aus den Simpsons übrigens, ne? Wenn diese Frau, denkt denn keiner an die Kinder? Denkt keiner an die Kinder, genau. Und das Gefährliche nur an diesem Flugblatt war, dass die ganzen Inhaltsstoffe oder Zusatzstoffe, die dort aufgeführt waren, in keinster Weise in ihrer gefährlichen Wirkung tatsächlich belegt waren. Also zum Beispiel führt die Liste als allergefährlichsten Zusatz das sogenannte eben erwähnte E330 an. Dahinter verbirgt sich aber, wenn man mal näher hinschaut, die Zitronensäure, die man nicht nur in Zitrusobst findet, sondern eben auch als Zusatz in manchen Gerichten. Und die im Prinzip harmlos ist. Es ist sogar so weit gegangen, dass ein Mediziner ein Buch geschrieben hat über quasi den Zusammenhang von Krebs und kanzerogenen Zusatzstoffen und hat dann diese Liste verwendet, ohne zu recherchieren, ob da tatsächlich etwas dran ist an diesen Zusatzstoffen, die da genannt werden. Also das ist schon wirklich eine ziemlich schwierige Geschichte und eine Lebensmittellüge in großem Stil. Ja, das ist wirklich spannend. Also wir sind offensichtlich ein bisschen zu jung, um diese Flugblätter vielleicht mal selber gesehen zu haben. Oder wir waren in nicht den betreffenden Personenkreisen unterwegs. Aber da können wir vielleicht mal im Forum den Link posten. Das kann man sich dann mal durchschauen. Also das ist schon sehr bedrohlich irgendwie aufgemacht. Und man sollte sich da schon die Mühe machen, dann vielleicht mal, wenn man sich Sorgen macht, zu recherchieren, was denn hinter einem E sich verbirgt. Denn wie gesagt, E330 klingt wie alle E ist vielleicht gefährlich, genau. Aber es ist einfach nur das Vitamin C. Wobei ja Vitamin C als solches, da kommen wir nochmal zu einer weiteren kurzen Lebensmittellüge, wenn man es denn so bezeichnen möchte, und dann werden wir auch mal mit dem Thema der Woche diese Woche schließen, da nennen wir auch mal den Namen, weil ich das einfach auch wichtig finde, dass man da auch aufgeklärt ist, den Herrn Dr. Rath, der vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff ist. Wer ihn nicht kennt, Dr. Rath ist ein Mensch, der Vitaminprodukte in extrem hohen Dosen hochdosiert vertreibt und damit Krebs zu heilen glaubt. Oder überhaupt alle Krankheiten. Also er erinnert ein bisschen, finde ich, an diese schönen Quacksalber, die man so aus alten Westernfilmen vielleicht kennt, die über Land ziehen und ihre Mittelchen vertreiben. Ja, ja, ja. Also er möchte alles Übel der Welt mit seinen Vitaminprodukten kurieren im Prinzip. Genau, und das ist also insofern auch extrem gefährlich, weil er selber postuliert immer, dass die pharmazeutische Industrie das weiß, dass das so geht, und aber ihn natürlich boykottiert, weil die pharmazeutische Industrie ein viel größeres Interesse daran hat, ihre Produkte für viel Geld zu verkaufen. Und sich natürlich insgesamt auch zu einer Einheit verschworen hat, die Pharmaindustrie. Genau, die Pharmaindustrie. Und ganz spannend, da eben eines unserer Vorbilder, Dr. Stephen Novella aus Amerika, der Präsident der New England Skeptical Society, da haben wir schon mal drüber gesprochen, der selber Arzt ist und Neurologe, hat das dann auch wirklich mal aufgegriffen und hat also auch ganz deutlich gemacht, warum es nicht so ist. Denn wenn irgendein Pharmakonzern, egal welcher es ist, ein Mittel gegen Krebs finden würde, zum Beispiel, wenn wir bei Krebs bleiben, dann würden die so unglaublich viel Geld damit verdienen, dass denen das wahrscheinlich vollkommen egal ist, dass ihre anderen Medikamente sich nicht mehr verkaufen lassen. Und der Arzt oder Chemiker, der das Mittel für diesen Konzern entwickelt hat, würde so weltberühmt werden und würde der Universität, an der er arbeitet, so viel Prestige und Forschungsmittel und Nobelpreise und was weiß ich nicht alles einbringen, dass also niemand aus Profitgier sozusagen so ein Mittel zurückhalten würde, ein gut wirksames Mittel, weil ein gut wirksames Mittel einfach immer mehr wert ist als irgendwelche anderen Mittel, zumal ja die Patente auf Medikamente immer zeitlich begrenzt sind. Das heißt, irgendwann kann man jedes Medikament nachmachen und darf das nachmachen. Und deswegen kann man gar nicht Interesse daran haben, bis zu unserem Nimmerlandstag ein Medikament nur zu vertreiben. Es ist aber ganz wichtig, dass man eben darauf hinweist, dass es diesen Menschen gibt, der ganz massiv und natürlich auch nicht dumm ist und das einsetzt, eben schießt und seine hochdosierten Vitaminprodukte aus, ich glaube aus Holland vertreibt er die, glaube ich, weil er die gar nicht in Deutschland verkaufen darf, weil die so hochdosiert sind, also dann über Postversand irgendwie
vertreibt und da warnen wir vor, es gibt keinerlei Belege dafür und es gibt auch schon genug Leute, die gestorben sind, weil sie an Herrn Dr. Rath geglaubt haben, die vielleicht unter anderen Bedingungen noch hätten leben können. In dem Zusammenhang können wir noch mal ganz kurz auf den sehr guten Artikel von Bernd Harder verweisen, auf der Seite der GWUP, der diese ganze angebliche Vitaminverschwörung noch mal schön zusammenfasst. Und in dem Artikel wird eben auch Dr. Steven Novella zitiert. Genau, genau. Also insofern, das ist auch die Quelle jetzt für den Beitrag gewesen. Glaubt dem nicht, bleibt skeptisch bei solchen Dingen. Und ja, gerade bei tödlichen Erkrankungen oder Erkrankungen mit einem tödlichen Ausgang, das ist schlimm genug, aber da sollte man nicht irgendwelche Quacksalber noch hereinfallen. Mhm. Vielleicht, um das Thema der Woche mit einer leichten Note zu enden, das ist gerade ein bisschen schwierig, aber ich mache das mal. Wir waren ja kürzlich einkaufen und ich habe ich weiß nicht wie oft mal den Satz gehört, als wir Brötchen beim Bäcker gekauft haben, ich lasse die Tüte mal offen, weil die Brötchen sind noch ganz frisch. Und es hat mich jetzt irgendwie, wo wir ja angefangen haben, die Dinge skeptisch zu beleuchten, immer gefuchst und ich habe immer gedacht, warum soll ich diese Brötchentüte offen lassen? Also welches tiefere Geheimnis verbirgt sich hinter dem immer gut gefalteten Knoten einer Brötchentüte und warum kann man alte Brötchen in einer Tüte verschließen und neue Brötchen nicht? Und auch dafür gibt es in der Tat eine logische Antwort, nämlich folgende. Wenn Brötchen noch frisch sind, also noch warm sind, dann dampfen sie Flüssigkeit aus und verlieren Flüssigkeit. Und das Problem ist, wenn man die Tüte schließt, bleibt diese Flüssigkeit in der Tüte und fällt dann zurück sozusagen auf die Oberfläche der Brötchen und weicht dann die Oberfläche der Brötchen auf und dann sind die Brötchen nicht mehr so knackig. Das ist eigentlich nur der Hintergrund. Die Kruste ist nicht mehr so schön knusprig, wenn man die Tüte eben nicht verschließt. Und auch damit habe ich dann für mich ein Rätsel gelöst und vielleicht gibt es ja zwei, drei andere Leute, die so ticken wie ich und die dann auch sich schon mal gefragt haben, aber nie Lust und Zeit hatten nachzugucken. Jetzt könnt ihr jedem sagen, warum eine Brötchentüte mit frischen Brötchen geöffnet bleiben soll und warum nicht. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, relativ viel über Lebensmittellügen erzählt und viele Geschichten erzählt. Alexa und ich würde sagen, es wird jetzt Zeit, dass wir mal die Geschichte mit dem McDonald's-Café mal auflösen, ja, oder? Ja, genau. Also, dann leiten wir mal über zur Auflösung der Story der Woche. Die Auflösung. Ja, die McDonald's-Kaffeeklage, hat es sie wirklich gegeben oder ist es eine moderne Sage? Es ist tatsächlich sehr viel Wahres dran an diesem Fall. Das ist ein tatsächlicher Gerichtsfall, der zwar in den USA nicht als Präzedenzfall berücksichtigt worden ist, aber dennoch tatsächlich vor Gericht gelandet ist. Klägerin war eine gewisse Mrs. Liebeck, die tatsächlich auf dem Beifahrersitz im Auto ihres Enkels gesessen hat und durch den Drive-Thru-Schalter von McDonald's gefahren ist und sich beim Öffnen des Deckels ihrer Papptasse den Kaffee über den Schoß gegossen hat und wirklich schwerste Verbrennungen erlitten hat. Sehr gut zusammengefasst sind die Fakten in einem GWUP-Blog von Bernd Harder, denn es gibt sehr viel Informationen dazu im Internet und auch sehr viel widersprüchliche Dinge und hin und her. Tatsächlich ist es wohl so gewesen, dass Mrs. Liebeck geklagt hat und das, nachdem McDonald's ihr erstmal ein Angebot von $800 gemacht hat, was ihr natürlich zu wenig war, weil allein die Behandlungskosten schon $20.000 betrugen oder vielleicht, dann sogar noch gestiegen sind. Vielleicht an der Stelle der Hinweis, dass die Frau wirklich extrem schwer verbrannt war. Also es war nicht so, dass die jetzt so eine kleine Brandblase hatte, sondern die hatte sich die Oberschenkel, das Gesäß, den Genitalbereich extrem stark verbrannt und da mussten auch mehrere Hauttransplantationen vorgenommen werden, sodass hinterher andere Teile des Körpers vernarbt waren durch die Hautentnahme und durch die Hauttransplantation. Also das ging ganz witzig, sich mit dem Kaffee den Schoß zu verbrennen, aber die Frau hatte wirklich schwerste gesundheitliche Probleme im Nachgang. Also das vielleicht nochmal so als Anmerkung, damit man das ein bisschen besser einordnen kann. Also Hintergrund ist folgender, nämlich erstens, dass die Temperatur eines McDonald's-Cafés zu dieser Zeit 85 Grad Celsius betrug. Also anscheinend eine viel höhere Temperatur als bei anderen Fast-Food-Ketten. Und zweitens, was auch wichtig ist zu wissen, dass McDonald's zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 700 Beschwerden
ignoriert hatte, die sich eben um diesen heißen Kaffee drehten. Wie dann letzten Endes, wie viel Geld sie dann letzten Endes bekommen hat tatsächlich, darüber scheiden sich dann die Geister, da sind die Experten sich nicht ganz sicher. Wahrscheinlich waren es etwas weniger als $600,000. Sie hat allerdings die Chance gehabt, sozusagen 2,7 Millionen Dollar zu bekommen, bevor man dann eben sich im Vergleich geeinigt hat. Also diesen Fall hat es tatsächlich gegeben, der ist auch wirklich genügend belegt. Und keine moderne Sage. Ja, das machen wir auch mal. Also wir erzählen durchaus auch mal wahre Geschichten, die völlig verrückt sind. Und ja, damit kommen wir zum Ende und vielleicht nochmal zu der Bitte, wenn ihr verrückte Geschichten habt, schickt sie uns, schreibt uns eine Mail an info@hoaxilla.de, postet sie ins Forum oder teilt sie uns sonst irgendwie mit. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr das mögt und wer das kann, wer da Spaß dran hat und solche Dinge auch selber als Audiodatei an info@hoaxilla.de schicken, als MP3-Datei oder Wave-Datei und dann bauen wir eure Frage vielleicht auch mit eurer Stimme mal in den Podcast ein. Auch das ist kein Problem, vielleicht nochmal als Hinweis und als Idee. Dann könnt ihr ähnlich wie wir mit eurer Stimme sozusagen die Welt nerven, so wie wir das machen. Also beteiligt euch bei uns, schickt uns Geschichten und diskutiert mit uns. Und ja, so wie es aussieht, Alexa, nächste Woche wieder eine neue Folge Hoaxilla. Und ja, ich schließe mit vielen Dank fürs Zuhören und meinem Motto, immer schön skeptisch bleiben und bis demnächst. Ja, guten Appetit und tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen. Wikipedia, www.org, urbanlegendsabout.com, snobs.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brednich und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record True Production aus dem Jahr 2010.